Hallo meine lieben Nosy Rosies, herzlich willkommen zum Donnerstag. Mein Name ist Laura und das Thema der heutigen Woche ist, na, Homosexualität im Alter. Ja, ist ja schon wieder einiges gesagt worden. Deswegen würde ich mich einfach mal auf das Thema Alter so allgemein ausbreiten wollen. Ich für mich, für meinen Teil, ich habe ziemlich eigentlich großen Respekt vor älteren Leuten. Es sind für mich jetzt nicht einfach alte Omas, die im Weg rumstehen oder irgendwie sich die ganze Zeit immer nur wiederholen und immer das Gleiche faseln und ich da schon die Augen verdrehe oder was gibt es noch? Oh nee, da muss ein Bus für die aufstehen oder so. Nein, also das sind, ich meine, das sind schlussendlich einfach körperliche Einschränkungen, die die haben, die man eben halt mit dem Alter in Kauf nehmen muss. Und ich denke dann immer so, ich meine, ich versetze mich dann auch manchmal da hinein. Ja, wie ist denn das, wenn ich mal so alt bin? Also ich bin ja nun schon 30, also ich habe auch schon fortgeschrittenes Alter. Ich habe sogar schon damit Probleme, wie einfach weil die 3 jetzt zum ersten Mal vor meinem Alter steht, muss ich mich erstmal mit anfreunden, aber ja gut, schlussendlich ändert das ja nichts an irgendwas. Aber ich möchte euch nur mal darauf hinweisen, dass irgendwann sind wir alle mal 70, wenn es gut geht. Oder 80, wenn es sehr gut geht. Oder 90, oder was auch immer. Egal. Auf jeden Fall finde ich, man sollte einfach so ein bisschen Verständnis auch alten Leuten entgegenbringen. Und natürlich gibt es auch alte Leute, man muss ja auch unterscheiden, es sind ja nicht alle Leute alte Leute, also einfach die gleichen alten Leute. Also es gibt sicher auch bösartige Omas und es gibt auch bösartige Opas. Mit denen muss man sich dann auch nicht abgeben. Aber ich finde einfach, was ich eigentlich damit sagen will, es ist nur, weil jemand weiße Haare hat, ist dieser Mensch nicht gleich uninteressant. Ich finde nämlich gerade ältere Menschen sehr interessant, weil die haben also einiges an Lebenserfahrung und wir könnten eigentlich von denen eine Menge lernen. Und vielleicht müssen wir da manchmal etwas geduldiger sein und so, um da was drüber zu erfahren. Und wir können eine Menge von denen lernen. Zum Beispiel habe ich letztens auch eine 100-jährige Frau getroffen, die immer noch frohen Mutes war und irgendwie das Leben halt einfach so nimmt, wie es gekommen ist. So den Anschein hat sie mir zumindest gemacht. Und die war, also wenn man zurückrechnet, das war 1913 ist die geboren. Das heißt, die hat die Weimarer Republik mitgemacht, die hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, die ist in Potsdam aufgewachsen. Das heißt, da kam das Sowjetregime, also die DDR. Und dann kommt jetzt plötzlich noch also vom Kommunismus kommt der Kapitalismus. Und das hat die alles mitgemacht, diese ganzen Systeme. Also ein Leben voller Regimeänderungen und so weiter und so fort. Und da kann man sich auch vorstellen, was die Frau eigentlich zu erzählen hat. Und jetzt wollte ich euch fragen, welche konkrete Situationen gibt es, wo ihr gedacht habt, ja, mein Gott, vor diesem alten Mann habe ich Respekt oder vor dieser alten Frau habe ich Respekt. Das würde mich mal interessieren. Also meine Lieben, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe oder ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir mal bald Wochenende wieder. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.